Strom, ich brauche da einen Schummler. Also, ich stehe heute vor euch und zeige Gesicht. Als Mensch, als Frau, als Mutter, als Lebensberaterin, als Sängerin und Autorin. Ich trage, wie jeder von euch, einen Rucksack auf meinem Rücken. Ein Leben, das mich zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Hätte ich auf meinem Weg nicht viele Steine und Hürden, Durststrecken und schwarze Löcher zu bezwingen gehabt, wäre ich heute nicht hier bei euch. Und ich freue mich, dass ich da sein darf. Danke. Als psychologische Beraterin arbeite ich mit Ressourcen. Das sind Werkzeuge, die jeder hat. Talente, Eigenschaften, die uns emporheben, die uns stärken und es ermöglichen, dass wir unsere Flügel ausbreiten können. Und wir alle sind warm, oder sind es noch, Raupen, die sich zu Schmetterlingen in voller Pracht und Größe entfalten möchten. Die Frage ist nicht, ob du Talente hast, sondern wann du bereit bist, sie aufzuspüren, zu erkennen, zu kultivieren und wann du sie endlich leben möchtest. Denn genau das braucht es in diesen Zeiten. Jeder von uns hat einen inneren Kompass. Ein Kompass, der uns den Weg weist. Nennen wir ihn Instinkt, Intuition, höheres Selbst. Viele Menschen haben den Zugang zu ihrem Inneren, ihrer Seele verloren. Sie haben sich verirrt. Es sind die, welche vergessen haben, dass sie Menschen sind und eine Menschenwürde haben. Sie haben starke Verdrängungsfilter, die ihnen in herausfordernden Zeiten die Machtlosigkeit und Selbstunwirksamkeit ertragen lassen. Bei einigen von uns scheint es, sind diese Verdrängungsfilter, ich glaube ja, dass wir ein bestimmtes Kontingent davon bei unserer Geburt mitbekommen, bereits erschöpft. Wir dürfen und müssen die Dinge bereits nüchtern und ungefiltert betrachten, was nicht immer einfach ist. Es ist der Grund, warum wir hier stehen, warum wir klarer erspüren können, was hier schief geht. Viele von uns sind so reich an Erfahrungen, dass sie ganz starke Sensoren dafür entwickelt haben, wenn etwas nicht stimmt. Und ob wir wollen oder nicht, aufgrund dieser besonderen Sensoren können wir nicht mit dem Strom mitschwimmen. Wir können nicht mitmachen, wo gelogen und ausgebeutet wird, wo man Menschen ausgrenzt und sie nötigt, missbraucht und demütigt. Wir tun da nicht mit. Und unser Motto ist die Liebe, denn es ist alles sinnlos ohne sie. Ich danke euch.